Ja, Duda, du bist tatsächlich Neuankömmling, aber trotzdem willkommen. Und glaube mir, du wirst hier schnell Fuß fassen. Oh ja. Die Leute sind hier echt nett. Genau. Die sind hier wirklich, wirklich nett. Aber eigentlich haben wir noch nie Probleme groß gehabt, ne? Nö, ganz ehrlich nicht. Hier findest du schnell Anschluss. So. Jetzt kann ich auch endlich. Was gibt es denn, liebe Grit? Was gibt es denn? Ja, und wo finde ich deine Adresse, dass ich mir was abholen kann? Es knurrt schon wieder der Magen. Du hast nur Hunger, ne? Ja. Echt, ey. Ja, was ich bisher gelesen und gehört habe, bin ich auch deine Meinung. Siehst du. So, jetzt werde ich euch mal entlasten. Ihr müsst jetzt nicht mehr dem Philipp zugucken. Ihr dürft auch wieder mir zugucken. Kurve war echt heftig. Da. Ja, ich guck dir auch zu. Ich versuche jetzt hier gerade mal meine Spur wieder zu finden. Bisschen schwierig, aber. Das auch mal. Baum! Lass die Bäume stehen. Ja. So. Guckel die Muggels bei Huhn ein Gänse. Spaghetti mit Hackbällchen. Oh, ich komme auch. In 5 Stunden bin ich da, Grit. In 5 Stunden, das schaffe ich. Oh, ich schaffe das nicht. 5 Stunden schaffe ich nicht. Frankfurt? Nee, schaffe ich nicht. Doch, das schaffe ich. Ja, mit dem Rollstuhl wird schwierig, aber ansonsten dürfte ich das schaffen. Ich muss hier weg. Ja, scheini heute noch nicht. Was gibt's hier, nette Leute? Sonja? Du bist eine davon. Vergiss das nicht. Ja. Kann ich über die Insel fahren? Weiß ich nicht, ob du es kannst. Kann der Drescher über die Insel fahren? Drüber fahren? Gehe ich mal von aus. Also der Stein und die Bäume haben Kollision. Alles andere, Ich werde das jetzt austesten, das weißt du, ne? Ja. Die Steine haben auf jeden Fall und die Bäume haben Kollision. Nein, der geht! Grün, guck mal, ich komme und es ist grün, ist das schön. Ich koche mal eine riesige Portion und lade allein. Das ist eine gute Idee. Ja. Autozentrale boykottiert seit Jahren meine Auswanderungspläne. Meine auch, Scheiße. Wo Philipp herkommt, weiß ich eigentlich gar nicht. Ralsund. Rügen oben. Ich weiß. Also wir haben hier leicht auch verfeindete nicht, aber also nicht wohlgesonnene. Also ich bin zum Beispiel zur Zeit gerade in Hamburg ansässig. Philipp Stralsund. Grit ist bei Frankfurt. Lavisinchen ist bei Stuttgart. Frau Flo ist im Ösiland. Sonja ist. Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's richtig schlimm. Ich weiß es nämlich auch nicht. Oberfranken ist Oma Lizzi. Hallo Oma Lizzi. Einen wunderschönen. Ich kipp gleich was bei dem Kuhfutterteil mal rein. Ne? Oh, Bochum, das da hat doch Dings hier gesungen. Wie heißt der denn, der Grönemeyer? Hast du gehört? Was kippst du? Ich kipp schon mal ein, zwei Fuhren bei dem Kuhfutterteil rein. Ja, sehr gut, damit wir da, Stralsund ist schön, Stralsund,
Wismar da oben, Rostock, das ist eine schöne Gegend. Südlich von Berlin. Südlich von Berlin. Südlich von Berlin ist alles südlich, Misi. Glaubst du das? Alles unter Hamburg ist sowieso Dings hier. Bayern. Oh Gott, ich mach mir schon wieder Freunde. Westliches NRW, siehst du. Ich komme aus dem Ulmer Raum, Stuttgart. Ach, du bist da unten bei die Lavi. Alles südlich von Hamburg ist Norditalien. Genau, Scheini, wir verstehen uns. Nein, wir sind tatsächlich alle hier verteilt. Warte mal. Hallo, du hast aber noch nicht geschrieben, woher kommt, ne? Östlich. Frankfurt ist gleich um die Ecke. Hamburg und Stralsund. War ich schon. Schöne Orte. Frankfurt ist gleich um die Ecke, siehste. Alle Himmelsrichtungen, genau. Oh, dieses Ruckeln, ne? Das ist heute echt schlimm und das hat garantiert mit dem Update zu tun. Ich hoffe, dass sie da noch wieder was machen, dass da noch was kommt. Oder dass sich das beruhigt. Diese Insel ist echt... Das ist echt... Einmal durch die 30-Zone, da ist wenigstens kein Blitzer. Ich sehe nichts, echt, ey, es ist zum Jammern. Südlich, ach ja, südliches Hessen. Wie stimmt, wir waren ja südliches Hessen mit Ditt umgesiedelt. Nein, genau. Ich hab Vorfahrt, Freundchen. Kann nicht wahr sein. Hast du gerade Schaden an meinem Traktor verursacht? An deinem? Das wäre unser Traktor, aber ist okay. Das Update auch gerade eingespielt, aber noch nichts getestet. Ja, irgendwie ist es aber merkwürdig, dass dieses komische... Der zoomt doch die Karte mal rein. Ich hoffe, dass ich das wieder beruhigt. Da kommt eine Ente. Der zoomt immer so ganz komisch die Karte rein. Ich weiß nicht, was da los ist. Hm. Der versucht immer so die Karte rein zu zoomen. Ja, ich hatte vorhin, als ich im Innenraum war, kurz Probleme. Da habe ich mich selber von hinten gesehen. Warst du erschrocken? Ach komm, der war gut, sag. Ja. Der war. Oh, jetzt. Oh. Ah, nee. Kennen, oder? Bäume, ne? Ja. Sie sind toll, sie sind wunderschön. Ja, finde ich auch. Seht ihr die Blätter? Ich auch. 972 Kilometer habe ich zu dir. Oh ja, da aus dem Ösiland. Ja, das stimmt. Das ist ja ein abenteuerliches Feld mit Bäumen und Felsen. Ja. Worms, das ist Heppenheim nicht weit weg von. Ah. Worms habe ich aber auch schon mal gehört. Ist da irgendwas Bekanntes? Irgendwas, was man wissen muss? Worms? Ja, irgendwie. Irgendwoher kenne ich das, oder? Ja, ich auch. Das ist dieses irgendwo kenne ich das. Worms habe ich schon mal gehört. Das sind die Würmer, Pexela! Ah. Ihr müsst jetzt leider mal die Bäume ertragen hier. Es ist wirklich unfassbar. So. 25 Kilometer, aha. Also den Ort Heppenheim werde ich mir wahrscheinlich nicht merken können. Aber in der Nähe von Stuttgart, das merke ich mir. Wurde da nicht der Deutschland-Grundstein gelegt? Irgendwie was Historisches? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also. Irgendwas sagt mir der Ort. Ja, mir sagt es auch irgendwas. Also dieses Feld ist wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Vor allem abenteuerlich gemäht, ne? Also es war jetzt hier richtig schön akkurat so. Ich freue mich schon, wenn wir eine vernünftige Ballenpresse und einen vernünftigen Traktor haben.
Bei dir hat das schon wieder geguckt, jetzt bei mir gerade nicht. Der Balsenwürmer Erdnussflips. Oh. Oh, haben wir noch Erdnussflips? Nee, die sind alle, ne? Oh. Jetzt hast du wieder was getan, Shiny! Nein. Schokolade könnte ich jetzt vertragen. Mm, schön Nougat. Rheingold, ah! Ich habe keinen Zugang zu dem Land. Ja, ist mir egal. Ich fahre hier trotzdem lang. Ah, ich muss den Anhänger wegnehmen. Bei mir zu Hause nach Hamburg sind 700 Kilometer, 7 Stunden, 20 Minuten. Eide. Cool. Ich komme erstmal bei dir ran, wahrscheinlich. 63% habe ich. Wie viel musst du denn noch abliefern? Ich guck mal nach. 40.000. 14.7, ja. Mhm. So, mal gucken. 14.000. Ich guck mal, was im Anhänger ist. Da ist ja eine volle Ladung eigentlich drin, ne? Bei dem Pferd würde mich Manus Erdestil interessieren. Manu schreibt mich auch. Das war doch ein Bier. Hab in dem Paten und Droschen hier ein bisschen. Du guckst zu viel Werbung, Shiny. Du guckst definitiv zu viel Werbung. Ich komm ran. Mal gucken, was wir zusammen kriegen. Also 6.700 habe ich drinne. Nee, reicht nicht. Aber du musst den Wagen hier wegfahren, weil der nervt mich. Ich muss ja hier lang. Ja, nee. Nimm ihn wieder mit. Ich spiele zurzeit Hof Bergmann. Da hatte ja Manu auch kurzzeitig mitgedingst. Aber Manu ist tatsächlich momentan echt nicht nach LS. Also Manu ist eher sowas für, ich verprügel mal ein paar böse Buben. Immer was, wo man nicht unbedingt einschläft. Manu ist momentan, ich verprügel böse Buben. So, ich stelle den hier. Im Schwagervermögen sieht man so einen Teil im Hintergrund. Ja, 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 ja. So. Bring ich das Stroh wieder weg? Ich habe heute alles in allem gesamtmäßig eine sehr gute Auslastung. Das müsste heute eigentlich alles bombastisch laufen. Nee, doch nicht mal Zombies. Manu kloppt momentan. Ja, was sind das denn? Das muss ich selber schreiben. Hab peripheres Sehen. Mir fallen Sachen auf, wo sonst kein Schwein hinschaut. Da gibt es einige von. Eldenring, genau. Rot. Wollen wir dich mal wieder beim Fahren beobachten? Von mir aus, ich stehe an der roten Ampel. Es ist mal Nein, wieder jetzt ist grün. Das Übliche. Aber es ruckt bei dir auch ein bisschen, ne? Ja, jetzt gerade ruckelt es wieder, ja. Was ist das für ein Rotz? Das ist echt, kurz nach dem Update ist es auf dem Server immer ein bisschen schlimm. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass noch nicht alle Server geupdatet sind oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Oh, gibt es da auch Drachenmanu? Philipp hält für eine rote Ampel. Hätte Manu nicht gemacht. Nee, nee. Manu hat so umgekachelt. Manu hätte mir meine Firma pleite gemacht mit Strafzetteln. Ruckidiku. Wir haben ein Tauben-Update bekommen. Ruckidiku. Ruckidiku. Blut ist im Schuh. Der Schuh ist jetzt zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim.
Ah, oh, Helfer. So, ich bin auf geraden Stil. Oh. Kriegen wir heute Kühe? Nein, wir haben keine Silage, ne? Wir haben kein Heu und wir haben keine Silage. Warum haben wir das nicht? Wir können aber einen Ballenauftrag machen. Da ist, glaube ich, einer. Ja, dann machen wir den doch. Aber warte mal. Ja, ist ja egal, ne? Ob wir Silage kriegen oder Heu ist ja eigentlich Bockwurst. Eins von beiden. Ich guck mal rein. Schneide das Gras auf dem Feld 63, presse es zu Ballen. Also ist Silage. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir dann noch irgendwann demnächst mal einen Heuauftrag kriegen, dann haben wir alles zusammen. Siehst. Siehst, dann wissen wir ja schon, wie es weitergeht. Ja, und schönen Grasauftrag. Und wir haben 4 oder 5 Flügeaufträge sogar drin, aber dafür brauchen wir erst einen vernünftigen Flug und einen stärkeren Trecker. Ja. Also wenn wir dieses Feld hier fertig haben... Ach, siehst du, was ich noch gucken wollte? Warte mal, ich fahre jetzt mal an die Seite ran. Warte, dann willst du da gucken mit dir? Also ein bisschen Bilde, ne? Ja, warte, ich möchte mal gucken, was... hier dieses Surren. Was haben wir denn hier schöne Einzelkorn? Ja, ein Pickup brauchen wir nicht. Nee. Was ist das hier? Es ist eine Mulcher, ist das? Brauchen wir auch nicht. Und eine Hacke brauchen wir auch nicht. Also es ist nichts Schönes für uns drin. Okay. Gar nichts Schönes. Ach, schade. Nicht jeder, der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde, das stimmt. Ah, kommt gerade kein Auto. Können wir fahren. Jetzt krieg ich gleich wieder Rot. Wetten? Nee, doch nicht. Oh, oh, wir müssen mal gucken, wie viel. Warte mal, jetzt muss ich. Du hast schon abgegeben, ne? Was? Nee, hast du noch nicht. Wir müssen mal gucken. Der Anhänger steht noch, da sind nur 12.000 drin. 12, dann haben wir jetzt 14.000. Oh, ich hab schon zu viel. Ja, ich mach die Plane nachher wieder zu. Nein, komm hierher und hol das ab. Ja. Ich mach dann die Plane rechtzeitig wieder zu, damit wir nicht zu viel drin haben. Bist du schon da? Nein. Nein, ich bin gerade in der 30-Zone mitten im Dorf. Ich fahr mal dahin. Ich kann nur nicht sehen, wie viel ich reinlasse. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin gleich da. Ich hab noch Kreisverkehr hier. Ihr Lieben, ich bin morgen wieder da, wenn ihr die Zombies vermöbelt. Ja, mit Grit zusammen werden wir morgen ein bisschen und so, ne? Bitte. Habt ihr die Folge nochmal auf YouTube geguckt mit die Sau Küt? Die war, glaube ich, heute oder gestern, ne? Gestern. Wo war ich an Schluss? Da hinten. Und dann kann ich den auch hier abstellen. Oh, ich hab schon wieder dieses. Was ist denn das? Der surrt dann immer so die Karte rein. Das ist einfach nur dieses Ruckeln. Das ist ja, momentan. Der versucht immer die Karte rein zu zoomen. Schlaf gut, Rebecca. Bis morgen. Bis dran. Ja. 12,99. Oh. $14,400, ne? 14,4 oder 14,7? Mach mal zu, warte mal. Warte. Ich bin jetzt bei 14,5, wenn ich jetzt Glück gehabt habe. Es hat gerade geruckelt. 14,7. Warte. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ah, wird knapp, ne? Ruckelt gerade. Ich sehe gerade gar nichts. Kommt noch was? Nein. 14,582. Oh, echt jetzt? Ja, klein bisschen fehlt. Ich komm mit. Warte mal, warte mal. Jetzt hat er nachjustiert. 14,766. Siehste. Ich wollte sagen, das war das, was ich meinte. Er hat geruckelt in dem Moment. Cooling, dann bringe ich das weg.
Du bringst das weg und ich mähe den Rest. Der gehört dann wieder uns. Willkommen zurück, lieber Kai. Was war das jetzt? Ach, das ist Saltimbocca. Saltimbocca. Ja, wie wird das ausgeschrieben? Ausgesprochen, meine ich. Und italienischer Rotwein. Oh, das war richtig. Oh, super. Bin stolz. Ja, die Folge war schon cool, ne? Muss ich ja auch sagen. Also. Hast du gelesen bei Medieval? Habe ich jetzt noch nichts gehört weiter. Sag mir, André, was war denn Medieval? Habe ich irgendwas verpasst? Der Multiplayer da. Es kommt eine Frau im Spiel. Oh, wie geil ist das denn bitte? Auf Deutsch schalt den Bocker. Ah, okay, siehste. Oh, wie cool. Dann gibt es jetzt kein Rajimir mehr. Hat die Frau auch schon einen Namen? Geh ich mal von aus, ne? Rajimirs Frau. Walburga. Boah, Manu! Bärbel oder Bertram? Hubschrauber. Ufa, was bleibst du denn jetzt hier stehen, sag mal? Gas. Hau die Hacken in den Teer. Mensch. Wenn du weißt, dass du langsam bist, mach schneller. Geh rechts, links ist gestreut. Mechthild. Ja, dann sind wir auch wieder bei Hildegard. Brunhilde. Oh. Oh. Olle Zipp. Ich hab vorhin schon mal jemanden so genannt. Ich erinnere mich nur nicht mehr an ihn. Nee. Bin fast fertig. Und du? Kurz vorm Tierhandel. Oh, diese Sprünge, echt. Ja, Hanuta. Hanuta wäre gut. Hanuta hieß doch meine Frau, oder nicht? Hieß sie nicht Hanuta? Irgendwie so, ne? Irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. Ja, siehst du? Hanuta, so hieß meine Frau. Oh. Ich glaube, da hinter mir steht ein Baum. Ach, kommst du denn da mit, schmale Brett? Das ist aber doof. Dass da jetzt der Baum steht. Ach, so, egal. Wollen wir mal gucken. Es lupt. Hanuta. Ja, stimmt. Hanuta. Stimmt, Hanuta war ja da. Daran sollte, hatte ich mich orientiert, wie die hieß. Siehst du, selbst so habe ich es vergessen. Jetzt habe ich 16 Grad und Regen. Oh, was für ein Temperatursturz. Lohndienstleistung auf Feld 50 abgeschlossen. Wie hieß das Büble nochmal? Oreo? Warte mal, wie hieß denn das? Das Büble? Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Oh, oh. Wie der Keks. Wie hieß denn der Junge? Gute Frage. Auf jeden Fall nicht Bernd das Brot. Du Blum. Oh Mann.
Aber er hat sich benommen wie Bernd das Brot. Ja, auf jeden Fall. Was hattet ihr immer gefragt? Pilze, Giftpilze oder was war das immer? Ja, ja. Aber ich glaube, Andreas hatte da andere Sachen gekriegt, so, ne? Giftpilze und solche Sachen. Wenn er mit dem Stock kam, gab es die Route. Mascarpone mit Kehl. Ja, Fliegenpilze. Siehst du, guck mal, da kommt schon wieder, tritt schon wieder jemand auf den Plan. Oh, oh, oh.